Einige der Teilnehmer haben mir eben schon gesagt, ich muss sehr strenge Fragen stellen, das muss sehr, sehr didaktisch sein. Fällt mir gar nicht ein, wir werden das etwas unterhaltsam machen, weil als Psychologe, der ich ursprünglich bin, weiß ich, dass nur die Dinge man behält, das wissen Sie auch von Ihrer Kunst, von dem Film, die einigermaßen unterhaltsam rüber sind. Also keine Sorge oder auch bitte nicht mehr böse sein, wenn wir das alles ein bisschen flapsiger angehen. Also erstmal danke, dass Sie da sind, so zahlreich, jeder Einzelne so zahlreich gekommen ist. Und vielleicht noch zwei, drei Sätze, bevor dann all die Teilnehmer des Talks auf die Bühne kommen, zu Movie Meets Media. Movie Meets Media ist, glaube ich, bitte mich zu korrigieren, im 15. Jahr, Tobias, ne, stimmt. Und alle Viseuren und so sind immer jünger geworden. Ich weiß nicht, ob das mit plastischer Chirurgie zu tun hat oder ob das mit Movie Meets Media zu tun hat, keine Ahnung. Also, oder mit meinem Alter, der ich schneller gealtert bin, aber es ist immer noch frisch, es macht immer noch Spaß. Und mir macht es auch einfach Spaß, heute ein bisschen mit Ihnen mich zu unterhalten. Das Zweite, und das finde ich eben auch bemerkenswert, dass Movie Meets Media eben nicht nur billiger Sekt oder teurer Champagner ist oder tolle Cocktails oder schlaffes Mineralwasser, sondern dass eben auch ab und zu mal, wie wir jetzt heute Abend ja auch wieder sehen, so etwas der Geist angeregt wird. Und damit sind wir schon beim Thema. Frag erst mal, bevor ich die Teilnehmer frage, jetzt bitte nicht mit abstimmen, wer von Ihnen ist auf Facebook, Twitter, LinkedIn oder einer dieser sogenannten Social Media? Bitte Hand heben, sofern Sie das noch kriegen. Das ist eine ziemlich erkleckliche Anzahl. Ich frage jetzt nicht, ob Sie das brauchen, um zu daten, um sich selber darzustellen, um einfach mal mitzukriegen, was andere an peinlichen Fotos posten, also präsentieren oder sonst irgendwas, werden wir alles gleich noch von unseren Teilnehmern des Talks hören. Und die bitte ich hiermit auf die Bühne. Wer wollte alles nicht als Erster? Keiner wollte als Erster. Also ich glaube, ich mache den Talk alleine oder mit dem Publikum. Wie wäre es, Verehrteste? Willst du nicht einfach als Erster auf die Bühne kommen? Du bist so Gitter Jauch. Bitte einen Applaus für Gitter Jauch. Ich weiß gar nicht, wo du sitzt, aber irgendwo wirst du weißt das schon, ist gut. Ich sag mal eben, wer Gitta Jauch ist, die meisten kennen sie, sage ich bei jedem, auch wenn das nicht stimmt, aber es kommt einfach gut. Gitta Jauch ist Casterin und hat behauptet in deinem Statement vor dem Talk, dass Facebook und andere, also Social Media, auch gute Plattformen sind, um neue Talente zu entdecken. Oder hast du das gar nicht gesagt? Ich weiß nicht. Guten Abend erstmal. Also Gitta Jauch, ne? Mikrofon. Guten Abend erstmal. Also damit diese Verwirrung mal ein bisschen raus. Also ich heiße Gitta Jauch. Meine Firma heißt Gitta Uhlig Casting und deshalb kennen mich hier viele wahrscheinlich nur unter Gitta Uhlig. Also ich bin da niemand böse, wenn hängt da hier mit jemand... Hängt Scheidungen zusammen oder wie ist das zustande gekommen? Nee, andersrum. Okay, mit Heirat. Okay. Ja, also mein Statement war eigentlich, glaube ich, dass Social Media in der heutigen Zeit für Casting, für uns Caster, also zeitgemäß und eigentlich unverzichtbar geworden ist. Also wir benutzen das sehr, sehr viel. Wir benutzen Plattformen, indem wir zum Beispiel, wir hatten das jetzt in einem, meine Produzentin sitzt hier auch und weiß es auch. Wo sitzt sie? Können wir sie eben sehen? Ja, da sitzt die Daniela Pietrick. Nochmal. Sie ist schüchtern, nee, nicht so schüchtern, prima. Also willkommen. Wir haben einen jungen chinesischen Schauspieler gesucht, das ist sehr, sehr schwierig und haben uns da natürlich über eine Casting-Plattform, an die viele Agenturen und auch Schauspieler angeschlossen sind und haben gesagt, bitte, bitte helft uns. Habt ihr jemand, kennt ihr jemand, ist jemand begabt? Weil wir suchten einen 17-Jährigen, also einen nicht ausgebildeten Schauspieler. Und wir haben eine ganze Menge Rückläufe darauf enthalten. Also für uns ist es tatsächlich so, wird man früher alle möglichen Kulturinstitute angerufen hat und immer wieder vertröstet wurde, dort Termine durch ganz Deutschland gereist ist und die Projekte ja auch immer schneller zum Schluss da sind, hilft uns das enorm. Also ich kann sagen, dass ich sehr viel damit arbeite und auch sehr gute Erfahrungen habe damit. Allerdings, ich benutze es auch nur beruflich. Vielen Dank. Sehr erfreut, dass du Social Media so gut angepriesen hast. Das war's dann. Danke. Nein, alles gut. So, Marco Kreuzpaintner, Painterman The Creation 1966. Sehr gut. Fans sind alle da. Auch diesen Mann müssten Sie eigentlich selbstverständlich kennen, weil Regisseur, kennen wir alle, hat mit Roland Emmerich zunächst zusammengearbeitet, ihn aber inzwischen überflügelt. Oder wie sieht das so aus? Ja, wieder abgelegt. Umsatz, kreativ, wie auch immer. Jedenfalls toll. Social Media, jetzt aber.
Na, Social Media, was? Als ich das Thema erstmal gehört habe, dachte ich mir so, naja, irgendwie ist die Fragestellung ein bisschen seltsam, ne? Weil ist das jetzt Fluch oder Segen? Das ist so, als wenn man fragen würde, Ton für den Film, ist das Fluch oder Segen? Kommt halt drauf an, was man draus macht. Ich habe es hauptsächlich eigentlich von der positiven Seite kennengelernt. Ich habe ja auch selbst ein eigenes Internetunternehmen, flimmer.de, die Trailer-Plattform sind, die auch sehr eng mit Facebook und sozialen Netzwerken zusammenarbeitet. Ich denke mir halt, und das ist so ein bisschen meine These, dass Facebook und die sozialen Netzwerke sind längst eine Realität geworden. Also darüber brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Ein sehr berühmter Mann, einer der Mitbegründer von Facebook, mir fällt jetzt nicht mehr ein, dieser deutsche Investor, der hat mal zum Beispiel gesagt, Facebook ist längst das Betriebssystem der Zukunft, und ich glaube, der hat recht damit. Mhm. Wenn man jetzt auch mal an die jüngsten Kinoerfolge, gerade von Matthias Schweighöfer zum Beispiel, denkt, ich glaube, dass diese 1,5 Millionen Facebook-Fans sowas wie eine digitale Währung wirklich darstellt und dass man das ernst nehmen muss. Und das ist toll für Matthias. Das ist dann bei Publikumspreisabstimmungen manchmal nicht so toll für die anderen, glaube ich. Aber das ist mit Sicherheit was man diskutieren kann. Wie kommt man dazu? Wie pflegt man das? Wie wichtig ist das? Ich glaube, es ist mittlerweile sehr wichtig und es entscheidet auch mit über den Erfolg an der Kinokasse. Also bislang Social Media, bislang Social Media 2:0. Applaus natürlich für den Regisseur. Dr. Alice Brauner. Willkommen unter den Akademikern erstmal. Hallo. Auch nicht abgeschrieben, ne? Ich auch nicht. Also ist ja schon mal gut. Ne? Okay. Und bei dir ist ja immer das Problem, dass du immer mit deiner Familie gleichgesetzt wird. Also was damit zusammenhängt, dass sie so toll sind, so charmant, so fit, dass es immer eine Freude ist, egal ob passiv, aktiv, die beiden zu sehen. Und du kannst damit leben. Ne? Sehr gut. So genau. Also wirklich auch da nochmal Applaus. Für beide, für alle. Wie viel Mischspruch ist eigentlich noch da? Noch andere? So. 40 wahrscheinlich. 40 etwa, super. Und natürlich Applaus für Alice Brauner, muss ich auch nicht vorstellen, Produzentin. Und du bist auch der Meinung, ich glaube, wir duzen uns, ne? Also so kollegial, ne? Kollegin Brauner. Du bist auch der Meinung, dass auf Facebook, auf Social Media insgesamt Stories auch zu finden sind. Also dass es auch ein Impuls für Kreativität ist. Ich glaube, wir sind eine der Ersten, die zusammen mit John Friedman eine Serie nur fürs Internet produziert haben, die sehr erfolgreich ist und ohne Facebook, das heißt ohne, es waren zwei Schauspieler, zwei YouTuber, wir gehen jetzt in die zweite Staffel, ohne die YouTube-Jungs und deren Engagement auf Facebook wäre das Ding absolut nicht bekannt gewesen. So haben wir über 1 Million Klicks auf mein Video, was super. Schon echt okay ist, und wir machen jetzt weiter mit einer zweiten Staffel. Für mich ist es ein komplett neues Feld der Produktion. Super. War das nicht auch von erfrischender Kürze? Man merkt, dass du Produzentin bist. Kostet alles Geld, jede Minute. Muss man sich kurz halten. Wo auch immer du sitzt. Ich glaube, du setzt dich einfach hier hin. Oder sitzt da. Ja, der Witz ist auch gut. Immer in der Mitte. Ralf kennt ihr auch. Ralf M. aus H. Auch Ralf Möller aus Hollywood, glaube ich. Oder Recklinghausen oder Berlin. Wo bist du eigentlich gerade zu Hause? Sag mal schnell. Lass mich doch mal. Hast du ernsthaft hast du ernsthaft Plastikhosen an, oder ist das eine besonders moderne Variante? Mein lieber Joe, sei lieb, sonst gibt es keine Zigarren. Achso, ja, stimmt. Letzte Woche hat er mir noch eine Zigarre geschenkt, der wollte mich gefühlt machen. Jetzt kommen wir hier hin, das werden wir innerhalb von wenigen, alle mal reinlächeln. Dann haben wir ungefähr etwas über 3 Millionen weltweit. Jawohl, heute Movie Meets Media. Wunderbar. Alle drauf. So, also ein Applaus. Und es ist mir lange nicht mehr passiert, dass ich kleiner war als der Mann, der neben mir stand. Das psychisch verkrafte, setze ich mal hin, Mensch. Das ist ja ganz crazy. Ich hoffe, ist Ihnen das seriös genug? Sie schauen so ein bisschen bedenklich rein. Ist das okay so? Ja, gut. Wahrscheinlich lachen Sie innerlich. Das ist auch gut. Also danke auch für Ihre Anteile. Setze ich einfach irgendwo. Nee, wie? Ist das also schon? Nee, ja, du wirst ja gleich erst befragt. Ja, dann kommt doch. Achso, ja doch. Was findest du von Social Media? Sag mal. Nee, sag mal, ernsthaft. Irgendwo damit. Sag mal eben. Ralf. Dann setze ich mich zwar. Nee, du sollst jetzt was über Social Media sagen. Ich wollte nur, dass du dich setzt. Ach so, das ist deins, Marco. Na, ich wäre meinem zukünftigen Regisseur und übrigens die Casterin, die nach neuen Talenten sucht und einen Chinesen. Das war ich gewesen. Ich war das neue Talent und ich wurde dann Chinese, wie sich das eben für einen Schauspieler auch mal gehört. Also, hier ist dein Mikrofon. Aber danke. Das kann nur über Lee Strasberg oder Method Acting wahrscheinlich. Du als Chinese, ne? Du bist auch nur noch chinesisch, ne? Wenn ich das so recht erinnere, ne? Genau. Wer wollte jetzt nur erst überhaupt nicht als Erster auf die Bühne? Das wart ihr beiden, glaube ich, ne? Ja, wie gesagt, im Zeitalter von Social Media, alles ist transparent, alles wird sofort ausgeplaudert. Ich freue mich deshalb erstmal Lutz Schmökel,
Und lauter Höhepunkte. Lutz Schmökel, bitte auf die Bühne. Vorstandsvorsitzender der natürlich auch allen bekannten VDA, das ist aber nicht etwa der Verein der deutschen Agenten, NSA, so sondern so ähnlich, ne? Der Verein einfach nur der deutschen Agentur. Verband der Agentur. Verband. Ja, stimmt. Und auch du Verband sagst, dass jetzt wird es ein bisschen zurückhaltender. Du sagst, dass Social Media, Sie, sitzen wir uns, duzen wir uns. Duzen wir, genau. Plump vertraulich bin ich immer. Also du sagst, dass Social Media ein gutes Instrument sein können, aber nicht zwangsläufig sind. Sehe ich das richtig? Also ich sehe es als, natürlich. Für Agenten, ich meine, wir als Agenten sprechen in erster Linie für unsere Klienten, in meinem Fall sind es Schauspieler. Ich kann da nur, ist es laut genug? Ich kann nur beratend für meine Schauspieler da sprechen. Meiner Meinung nach ist es ein sehr gutes Medium, ein gutes Mittel, um Projekte, um Themen an die Leute zu bringen. Aber ich finde, man muss auch immer auf sein Image achten und meiner Meinung nach begehen auch einige den Fehler, dass sie privat und beruflich mischen und sehr gerne jedem alles gerne jederzeit mitteilen wollen. Und ich habe da manchmal die Bedenken, dass ein Schauspieler da ein bisschen zu weit geht und einfach zu weit die Türen öffnet, was dann Probleme nach sich ziehen könnte. Ich sage da nur Beziehungsstatus alleine schon. Das könnte irgendwie schon ein Problem nach sich ziehen. Darüber werden wir nachher besonders diskutieren. Wir haben zwar schon die Hälfte des Talks rum, aber noch viele Themen, die abgearbeitet werden müssen. Was du es nicht, liebe Sandra, die eben bemängelt hat, dass das so viele Themen sind und die eigentlich so die eine rote Linie haben wollte, dass wir nachher mit einer guten Message nach Hause gehen. Das hätte dich beruhigt. Wieso? Weil du Schauspielerin bist oder du Rollen irgendwie dich auf Rollen gut vorbereitest. Also erstmal Applaus natürlich auch für Sandra Borgmann. Ihr kennt sie auch. Achso, danke. Das hätten wir jetzt auch mal so. Das hast du durchgearbeitet, ja. Also, aber schön, dass du es mir zurückgibst. Ist sehr lieb von dir. Aber du hattest so ein Zitat, ein bisschen kryptisch fand ich. Willst du es vorlesen wollen? Nein. Wir müssen das auch nicht mehr wiederholen. Doch, ich fand das mit dem Busen so toll. Den orientalischen Busen fand ich toll. Also bitte nochmal, lies vor und zitiere jetzt dein eigenes Zitat. Nein, aber das ist doch nein. Pass auf, also doch, mach jetzt einfach. Komm. Das ist aber peinlich. Los. Nein, ist nicht peinlich. Ist dein offenes, kann sowieso jeder nachlesen. Also das Internet scheint sich zum... Das Internet, ja, wie der orientalische Busen zu Europa, das Internet zum Fernsehen. Und was meinst du damit? Orientalischer Busen. Hängebusen gemacht oder was auch immer. Was meinst du damit? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Was ich an dem Thema persönlich so spannend finde, ist, wie das Internet so total grundlegende Säulen des Fernseh- und Fernsehmachens in Frage stellt. Also sprich Fragen von, es gibt den Sender und es gibt den Empfänger. Das löst sich im Internet natürlich deutlich auf. Oder und wie das Fernsehen auch in der Lage ist, bestimmte Sachen, also das Internet wirklich zu nutzen, entweder wirklich als eine Erweiterung zu nutzen oder einfach nur als Abfalleimer, passiert ja auch, dass Sender es einfach als Abfalleimer benutzen. Und so diese Schnittstelle zwischen Fernsehen und Internet finde ich interessant. Mhm. Und hast du schon eine Meinung oder bist du noch eine Suchende auf dem Weg danach? Nutzt du selbst Social Media? Nee, so eine fixe Meinung habe ich nicht, das ist ja alles so offen, es bewegt sich ja einfach. Normal. Ja. Wir kommen darauf zurück, wie gesagt, halbe Zeit ist schon rum, aber haben wir noch einen Platz für dich, doch, da, genau. Ja, du. So, bitte, also der Talk beginnt, das war ja nur alles die Einleitung. Ich weiß nicht, wir machen das jetzt mal nicht, weil eigentlich ist im Leben, du hast es ja auch vorgemacht, Ralf, die berühmten Selfies, wo man sich selber präsentiert. Ihr habt nachher noch die Möglichkeit, noch mal ein bisschen mehr über eure Arbeit zu sprechen, aber jetzt kommt der auch ebenfalls seriöse Teil nach dem ersten seriösen Teil. Und ich würde tatsächlich gerne nochmal die erste Frage auch aufgreifen, nämlich die sehr grundsätzlich ist und auch euch alle erstmal fragen, auch wenn das unterschiedliche Bereiche von Erfahrung, was auch immer ist, aber ist, weil was du ja vor allem gesagt hast, sind Social Media und Internet als allgemein, das sind ja zwei verschiedene Sachen, aber trotz allem, Social Media nehmen sehr viel Zeit ein. Ist das Konkurrent zu Film, weil wir hier natürlich vor allem auch über Film sprechen würden, oder vielleicht modifiziert zu Film im Fernsehen. Sind Social Media zunächst mal rein von der Nutzungsdauer, von dem, was Konsumenten, was Zuschauer machen, ist das ein konkurrentes Medium, wie würdet ihr das sehen? Also erstmal noch gar nicht jetzt auf die Details eingegangen. Vielleicht auch nochmal. Meiner Meinung nach ist kein Konkurrenzmedium. Ich glaube, da die Leute sehr viel Multitasking betreiben, die meisten sitzen hier vom Fernsehen und sind parallel auf Facebook und kommentieren das. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig,
man wird ja häufig aufgerufen, gerade bei Ausstrahlung, bei Fernsehausstrahlung, parallel zu kommentieren und zu diskutieren, was ich manchmal etwas schade finde, wenn das sehr vom Inhalt weggeht. Also ich meine, eigentlich beabsichtigt der Sender damit auch schon gleich die Leute ihrer Aufmerksamkeit zu berauben, was ich ein bisschen schade finde. Aber da ist, also meiner Meinung nach ist es kein Konkurrenzmedium, dass das Zuschauer wegzieht oder die Leute vom Kinogang abhält. Das glaube ich nicht. Mhm. Reden wir jetzt nur über Social Media oder reden wir auch über das Internet? Weil das Internet, ich würde schon sagen Social Media. Okay, ne? Weil Internet wäre ein ganz krasser Konkurrent zum Fernsehen. Absolut. Mit Streaming-Portalen wie WatchEver und Netflix. Das muss man klar sagen. Ja, klar. Aber wenn wir jetzt über Social Media... Trotzdem Einsatz immer, ne? Weil ich finde, das sind ja zum Teil von Nele, also wenn du das loswerden willst, sehr gerne sogar. Ohne dass wir jetzt das Internet zu sehr betonen. Okay, aber Social Media ist ganz klar, dass wir, die wir hier sitzen, vielleicht alle noch Facebook ganz cool finden und die Generation meiner Söhne es schon katastrophal findet, wenn sie mit ihrer Mama zusammen das gleiche Netzwerk benutzt. Also ich glaube, wir sind da schon einen Schritt weiter und es ist sehr wohl eine Konkurrenz zum Fernsehen, weil meine Söhne mit 15 überhaupt kein deutsches Fernsehen mehr gucken, überhaupt kein Fernsehen mehr gucken wollen und alles nur noch auf YouTube gucken und auch auf Facebook. Auch den Dschungel nicht? Leider. Was denn? Ich habe die Frage, sag nochmal, was denn? Was hast du gefragt? Weil auch, ich fragte, weil sie sagt, sie gucken kein deutsches Fernsehen mehr. Den Dschungel meinte ich. Den Dschungel, okay, genau. Okay, der Dschungel, ja. Ich meine, irgendwo muss ja der Marktanteil herkommen. Ja. Aber grundsätzlich sehe ich es für die Generation, die jüngere Generation, als ganz starke Bedrohung. Und ich glaube auch, ich wage die These, wenn die Sender so weitermachen, zumindest ARD und ZDF, die Öffentlich-Rechtlichen, können die sich in 7 Jahren vergessen, da gibt es keine Quote mehr. Ich würde mal eins auch klären, weil bitte gerne Applaus, natürlich immer. Eines sollten wir klären, weil ich glaube, ich stelle es jetzt einfach mal in den Raum und behaupte das, dass vom Kinofilm, also man geht ins Kino, zwischen Kinofilm und Social Media zeitlich gesehen eine geringere Konkurrenz ist. Können wir uns darauf einigen oder ist da jemand anderer Meinung? Also dass Leute so viel Zeit, vielleicht ein paar wirklich süchtige, Social Media süchtige, Facebook süchtige, diesen Begriff gibt es ja auch, dass die vielleicht dann statt ins Kino zu gehen, Social Media nutzen. Ich würde das gerne kurz klären, weil wir Fernsehen ist, glaube ich, hier, das Fernsehen, das Filme überträgt, das Interessantere. Entschuldigung, dass ich es nochmal sage, aber das ist ganz schwer zu unterscheiden. Da kann ich nicht nur Social Media rausnehmen, weil ich sehe, dass eben Kids nicht mehr ins Kino gehen, weil sie eben im Internet sich die Filme angucken. Okay. Auf illegalen oder auch legalen Download-Plattformen. Gut. Deshalb ist es sehr schwer zu trennen, was ich auch bei diesem Talk grundsätzlich in der Fragestellung schon sehr schwierig fand. Okay, gut. Ja, du hast da vollkommen auch recht, aber ich denke mal, also ich hatte vor einem Jahr noch ein ganz altes Handy, das war 13 Jahre alt und das Einzige, was es gemacht hat, war SMS und ich konnte anrufen und es funktionierte 3 Tage ohne Strom, also Strom schon, aber es hatte eine unheimliche Energie, bis mir dann von allen Seiten immer geraten wurde, jetzt komm, jetzt, du musst jetzt ein iPhone oder irgendwas haben und dann habe ich ein iPhone bekommen und habe mich da auch relativ gut eingearbeitet und dann ich glaube, man muss ganz einfach die Distanz sehen. Man darf nicht süchtig danach werden, aber wenn man es nutzt für sich selbst schon mal, man kann Filme promoten, man kann sich selbst meinetwegen promoten und man hat schon mal den einen oder anderen Kontakt, den man lange nicht hatte. Ja? Wenn Gitta den Mist in einem sucht, der 1,96 ist, dann weiß sie genau, okay, jetzt suche ich den Ralf in Los Angeles. Also es bringt auch schon klar, wie immer, wie viel es Vorteile hat, gibt es auch immer ein paar Nachteile, ist klar. Und deshalb muss man auch die Jugendlichen und Kids schon aufklären. Ich mache zum Beispiel dieses Thema starke Typen, wo ich das seit 8 Jahren an Hauptschulen gehe und Kids mit Migrationshintergrund Jobs zu besorgen. Unternehmer bringe ich dorthin, Vorurteile abzubauen. Und das kannst du zum Beispiel auch toll promoten und kannst auch schon mal in Kontakt darüber bleiben. Also es ist jetzt nicht nur immer Kino und die Zahlen reinbringen, wenn der Film nicht schlecht, also wenn er nicht gut ist, ne Marco, dann kannst du noch so viel posten, dann geht kein Mensch rein. Und die machen sich ja auch eine Meinung, die Leute. Und es gibt ja auch Beispiele, wo schon vorab was gezeigt wurde und dann auf einmal ein riesiger, wie sagt man, Shitstorm über ihn hineinfällt. Alles die neuen Ausdrücke. Ich wusste gar nicht, was Selfie ist. Aber ich habe bei Selfie vorhin was anderes gedacht, aber heißt es eben halt ein Foto machen. Ist ja schon mal was, ja. Nein, also generell, sage ich mal, ist das schon toll. Man muss nur wissen, damit umzugehen. Und ich glaube, das können wir alle. Und jetzt sind die erstmal da, ist okay, ja? Mach du mal was, Marco. Ich stelle mal eine ganz provokante These in den Raum, die ich glaube, die zutrifft. Ich glaube, du kannst in Deutschland mit einem kommerziellen Film gar keinen Erfolg mehr haben,
wenn du nicht über eine dementsprechend große Facebook-Community verfügst, die du in irgendeiner Weise für deinen Film mobilisieren kannst. Das heißt, die Erfolge für deutsche Komödien oder deutsche kommerzielle Filme konzentriert sich momentan auf die Besetzung von 4 männlichen Hauptdarstellern. Und wenn du die nicht in deinem Film hast, wird dein Film zu 85% an der Kinokasse nicht über die 700.000 Zuschauer hinauskommen. Und das ist einfach eine Realität. Und ich glaube, mit der muss man rechnen und mit der muss man umgehen, weil nun mal das ja auch meistens Filme sind, die für eine Zielgruppe ausgelegt sind, die sich nun mal hauptsächlich tagsüber im Netz rumtreibt und die nicht auf Litfaßsäulen gucken, die schon gar nicht auf Zeitungsannoncen achten und schon überhaupt nicht auf Fernsehwerbung, weil die gucken kein Fern mehr. Fernsehen beginnt in Deutschland ungefähr so in meinem Alter, da ist man schon so ein halber Steinzeitbewohner, aber darunter guckt niemand Fernsehen. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir uns alle hier nichts vormachen. Wenn wir Kino für junge Leute machen wollen, dann muss das in Zusammenarbeit mit den sozialen Netzwerken stattfinden. Oder man braucht sich nicht wundern, wenn es an der Kinokasse hinterher nicht funktioniert. Machen wir mal da einfach weiter. Applaus immer. Gitta, Zusammenarbeit mit den sozialen Netzwerken. Soll ich mir das vorstellen? Ja, also ich würde ganz kurz noch was anderes sagen. Also ich gehe jetzt mal weg von der Kinoproblematik, sondern zum TV. Ich merke auch, dass viele, viele Leute in unserer Generation inzwischen in Social-Media-Bereiche gut angekommen sind, weil wenn TV-Produktionen laufen und es sind Produktionen, die wir betreut haben, bei uns ist dann wirklich die ganze Nacht über Facebook-mäßig ganz, ganz viel los. Also wir kriegen Kommentare von, warum ist schon wieder der zu sehen oder ich mochte die nicht oder ich habe die Handlung nicht verstanden. Und es gibt ja, glaube ich, auch im Tatort kann man parallel jetzt auch sowas wie Twittern sehen. Also das haben wir neulich aus Spaß mal gemacht, was die Leute für Kommentare rein nach dem Motto, dieses Motiv ist gar nicht in Duisburg, sondern in Köln. Also es ist schon sehr interessant, dass parallel zu dem Programm, was man sieht, auch das Social Media, als wenn da jeder sein iPad, iPhone oder Notebook auf den Schoß hat und sagt, so, da habe ich meine Gemeinde und da tausche ich mich jetzt parallel zu dem, was ich sehe, aus. Also das jetzt mal unabhängig von dem, wie ich damit arbeite. Ich finde, das alleine sollte uns mal zu denken geben, wie das eingebunden werden könnte, auch im TV-Bereich, damit wir vielleicht auch noch mal eine Chance haben, die jungen Leute besser zu erreichen. Würde ich das sogar zuspitzen, bevor Sandra mich auch nochmal interessiert, wie du als Schauspielerin jetzt mit Facebook umgehst oder was du davon hast. Aber deine These Gitta würde ich auch gerne nochmal gesamt in die Runde stellen. Du hast etwas sehr Wichtiges gesagt, was wir Wissenschaftler, unter anderem in meinem neuen Buch auch bestätigt finden. Das ist nämlich dass Fernsehen wieder ein neues Gemeinschaftsmedium wird. Das Fernsehen in den 60ern war ich, das Fernsehen so in den 60ern, ich kenne das noch zu Hause, eine Art Altar, 70ern auch noch, 80er, 90er, Fragmentarisierung, jeder hatte seinen eigenen Bildschirm, aber keiner hat mehr mit anderen eigentlich zusammengekot, außer vielleicht mal GZSZ und verschiedene andere Sachen. Was wir sehen, und ihr habt das zum Teil auch alle angesprochen, ist, dass rund um ein Fernsehprogramm oder Filme im Fernsehen so etwas wie richtige Communities entstehen. Das heißt, man tauscht sich darüber aus und plötzlich ist auch wieder so etwas wie eine Gemeinschaft da. Das ist was anderes als im Wohnzimmer. Aber meine These wäre, es unterstützt einen guten Inhalt. Du hast aber als Marketier immer weniger Chancen, mit einem Film, der eigentlich Mist ist und der die Leute nicht wirklich interessiert, die Kommunikation durchzukriegen. Das heißt, du bist anderer Meinung. Ich habe jetzt mal eine ganz radikal andere Meinung. Einfach, weil ich glaube, dass sich das Fernsehverhalten komplett geändert hat. Also ich weiß nicht, wie es den Leuten hier geht. Ich kann nur sagen, mir geht es so, wie Kevin Spacey dir gesagt hat bei Netflix, hört mal zu, ich will jetzt eine Serie machen und ich will, dass sie auf Netflix gestellt wird und dass jeder sich alle 15 Teile der ersten Staffel hintereinander weg angucken will. Was hat das deutsche Fernsehen getan? Alle sensationellen Serien aus dem Ausland extrem beschissen versendet. Homeland, Borgen, alles komplett versendet und sagt dann, dass ausländische Serien bei uns keine Erfolge sind. So ein Schwachsinn. Und da kommt jetzt das Fernsehengefühl, was ich mit meiner Familie habe. Wir gucken uns, wir sind Watch Ever sozusagen, haben SVD
und gucken uns die Sachen auf Whatever an. Und zwar eine ganze Staffel, wenn wir wollen, einen ganzen Samstagnacht lang gucken wir uns zusammen Breaking Bad an. Und ich kann nur sagen, das ist ein ganz neues Fernsehverhalten. Und deshalb hat das deutsche Fernsehen, so meine ich, wie es jetzt läuft, überhaupt keine Chance mehr. Die versenden jedes Gute und einzig gute Serie. Ja? Aber um das nur sehr deutlich zu sagen, das ist ja kein Widerspruch. Ihr seht immer noch fern. Nur das ist nicht mehr das traditionelle, senderbezogene Fernsehen. Es ist Fernsehen. Es ist ein neues Fernsehen. Völlig d'accord, sind wir uns völlig einig. Widerspruch, also was jetzt diese, finde ich auch sehr zutreffend, gerade was die amerikanischen Serien betrifft, gemacht feststellen, es ist ein, nimm einfach Sopranos, ne? Irgendwann sonntags nachts schlecht synchronisiert, Homeland, was auch immer.